Okay. Man darf kurz noch nachhirnen. Und dann auch gerne applaudieren für den Mut von öffentlich-rechtlichen Sendern, sich sowas ausstrahlen zu trauen. Weil das sind schon ganz leise Untertöne, die mächtig sind dabei. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass das jetzt auch immer mehr, ohne irgendetwas anzuklagen, an den Tag kommt und man sich einfach wieder hinwendet zum Natürlichsten, was es überhaupt gibt. Und das ist die Mutter-Kind-Beziehung. Und wenn die ersten 7 Jahre gut funktioniert, sind die Abnabelungsprozesse die nächsten 70 Jahre viel, viel leichter. Und ich weiß, von was ich rede. Und ich war gestern am Sonntag, ich gehe am Sonntag immer ein bisschen in den Wald und dann nehme ich dann irgendwelche Leute mit. Gestern waren 4 Hunde, 4 Kinder und das Begleitpersonal dabei. Und es ist ja leicht bedenklich, weil das hat mir jetzt da gerade ein bisschen angetriggert, wenn da so 10- bis 14-Jährige dabei sind, die 1,5 Stunden im Wald nichts mitkriegen. Die kriegen nichts mit. Die hauen mit Plastikflaschen rum und schreien in den Wald rein. Hallo Echo oder Versicherung Helvetia. Wow, toll, das spielen die im Wald. Also zum Thema, auf was Werbung abzielt. Ne? Die haben wirklich gestern geschrieben, Versicherung Helvetia. Ich habe das gar nicht kennt, weil ich habe keinen Fernseher. Spannend, bin gespannt, wann sie den nächsten McDonalds-Turm aufbauen, mitten im Wald. Aber das ist nicht so tragisch, weil ich habe was ganz Interessantes festgestellt. Ich habe meine Trommel dabei gehabt, so eine Schamanentrommel. Habe dann 5 Minuten getrommelt und habe dann geschaut und dann wollten, die sind erstens ganz starr geworden, ganz ruhig. Und dann wollten die auch. Und auf einer Trommel kann man nicht Schlagzeug spielen. Und sie fangen an, ihren Rhythmus zu suchen. Das ist voll interessant, wie man mit einem einfachen Instrument, das kann man aber mit Klangstäben auch machen, von einem Kopf überzogenen Kind, das im Wald gar nichts mitkriegt, plötzlich erkennt, wie es sich selbst erdet und wie es plötzlich ankommt, mit einem kleinen Hilfsmittel. Also es ist nicht so, dass die Synapsen, die nicht gebildet sind oder verkümmern, dass man die nicht wieder reaktivieren kann. Wir sind ja unglaubliche biochemische Wunderwerke und darum ist es schön und mutig, dass die öffentlichen Medien jetzt auch ein bisschen dahin stupsen und sagen, das ist schön und recht. Aber schaut mal, was wirklich Werte sind. Wie schaut Bildung aus? Muss das wirklich von außen geschehen oder ist es die Herausbildung der eigenen Menschlichkeit?